Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur UML, der Unified Modeling Language. Was wir heute machen, hat eigentlich an sich nichts mit der UML zu tun, außer dass wir hier Kommentare einfügen werden, sozusagen Kommentare einfügen werden und die nach einem ganz speziellen Schema, und zwar der OCL, Object Constraint Language. Das ist nicht eine eigene Sprache, keine Sorge, das ist aber wirklich eine Schreibweise für Kommentare von solchen UML-Diagrammen, die sehr, sehr nützlich sind. Die braucht man natürlich nicht überall, aber manchmal sind solche Kommentare sehr, sehr nützlich. Und ja, wir wollen uns heute anschauen, wie man solche Kommentare eben schreibt. Gut, was wir hier sehen, ist eine Anmerkung, steht bei mir zumindest dabei. Je nachdem, was ihr für ein Tool benutzt, werdet ihr da andere Möglichkeiten haben. Die einfach mal reinpacken und dann habt ihr hier so ein Teil mit so einer abgeknickten Ecke. Sieht aus wirklich wie so ein Fresszettel. Und ist auch tatsächlich als Fresszettel gedacht. Aber das OCL schreibt man eigentlich immer da rein und verbindet es dann irgendwie mit eurem UML-Diagramm, das ihr da tatsächlich auch braucht. Und ja, jetzt kann man hier irgendwelche Sachen reinschreiben. Okay, was für Sachen schreibt man da rein? Invarianten schreibt man rein. Und Invarianten sind Sachen, die immer wahr sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange zu tippen, schreibe ich erstmal meinen Kontext rein. Das bedeutet, ich schreibe mir rein, für welche Klasse soll irgendwas gelten. Dann schreibe ich zum Beispiel Kontext Video und erstmal neue Zeile. Und jetzt packe ich mal hier ein Attribut rein. Unser Attribut nennt sich jetzt zum Beispiel Wiedergabezeit. Zum Beispiel. Ja, können wir machen. Okay, so. Jetzt haben wir hier eine Wiedergabezeit vom Typ Integer normalerweise. Das heißt, wir wollen angeben, wie lange ist das Video. Oder einfach Länge. Länge wäre vielleicht bisschen sinnvoller. Länge. Gut. Okay. Jetzt wollen wir dafür eine Invariante eingeben. So, jetzt gehen wir hier oben wieder drauf, damit wir weiter tippen können. Okay, eine Invariante sieht folgendermaßen aus. Und zwar schreibt man erst am Anfang inf. Na, dürfte ich jetzt bitte tippen? Bitte. Inf. Doppelpunkt. So, und jetzt schreiben wir hin, wie lang ist denn mein Video? Und was für Vorschriften hat zum Beispiel YouTube? Oder wenn ihr euch ein eigenes Videoportal baut, was für Vorschriften habt ihr dann? Wollt ihr zum Beispiel, dass ein Video zum Beispiel immer länger als eine Minute ist? Dann müsst ihr hier hinschreiben, inf, also Invariante, also das ist immer wahr. Invarianten sind einfach immer wahr. Self bezieht sich, wie in Python eigentlich auch, auf das eigene Objekt. Das heißt, dieses Video Punkt Länge, also sozusagen das this von Java, das self von Python, habe ich auch schon ausführlich erklärt. Inf Doppelpunkt self Punkt Länge größer zum Beispiel 60. Wenn ihr wollt, dass eure Videos länger als 60 Sekunden sind und eure Länge Sekunden anzeigt. Wenn ihr wollt, dass sie einfach nur existieren, das kann man zum Beispiel immer schreiben, größer 0. Das heißt, eure Videos sind auf jeden Fall mal mindestens eine Sekunde lang. Ja, zum Beispiel könntet ihr hier, wenn ihr Twitter seid oder sowas, oder wenn ihr irgendwie, ihr könnt auch self.länge einfach kleiner als 60 Sekunden, falls ihr nur so Kurzclips erlauben wollt oder sowas. All diese Dinge kann man da drin modellieren. Das heißt, man schreibt solche Invarianten rein. Self bezeichnet, wie gesagt, das eigene Objekt. So, das ist jetzt eine Invariante, die für die ganze Klasse gilt. Das muss dann natürlich nicht immer so sein. Manchmal hat man auch nur Invarianten, die nicht immer gelten, sondern nur für eine bestimmte Methode. Und dazu schnappen wir uns hier mal wieder unsere Videoklasse, packen eine neue Methode hier rein und sagen, was haben wir denn für eine? Sagen wir mal, wir wollen ein Video löschen. Das geht natürlich, jeder kann ein Video löschen, also jeder, der es hochgeladen hat, kann ein Video löschen. Und genau das kann man mit OCL modellieren, Delete. Typ ist eine Void von mir aus, aber die brauchen wir eigentlich eh nicht angeben, haben wir gesagt. So, Implementierung. Okay, so, was wir jetzt hier angeben wollen, ist, wir wollen wieder in unserer Invariante rumschreiben. Und dazu gehen wir hier mal wieder, wisst ihr was, wir schreiben uns eine neue Annotation hier oben dran. Diese Annotationen werden auch teilweise mit dem UML-Kram verknüpft. Das heißt, wir können hier sowas machen, eigentlich wieder mal sowas Gestricheltes hier, aber ohne den Pfeil, also wieder mal so wie wir es hier eigentlich gemacht hatten. Wir wollen eigentlich eine gestrichelte Linie und zwar, ja, eigentlich ohne Pfeilspitze, aber wie gesagt, das geht in Dia nicht.
Deswegen nehmen wir es einfach mit Pfeilspitze. Okay. Gut, wir wollen eine Invariante für die Methode delete. So, Invarianten von Methoden haben immer recht besondere Eigenschaften. Als erstes mal der Kontext. Man muss ja wissen, auf was sich die Invariante beziehen soll. Na, komm schon. Kontext. Und jetzt, Achtung, Klassenname, also Video. Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das ist quasi die C++-Schreibweise eigentlich. Irgendwie ist UML so ein Mix aus allen Sprachen. Das da ist Python. Die Typen sind ganz komisch. Interface kommt aus Java und Doppelpunkt, Doppelpunkt kommt eigentlich aus C++, aber egal. Okay. Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann die Methode, die wir ändern wollen, also delete. Oder nicht ändern wollen, sondern die wir definieren wollen, genauer. Und da wir keine Parameter haben, brauchen wir hier keine Parameter angeben. Ansonsten müssten wir hier tatsächlich angeben, sowas wie, wenn wir angeben wollen, wer es löschen möchte, dann Löscher, Doppelpunkt, Person. Okay, zum Beispiel, oder Doppelpunkt YouTuber oder sowas. Also immer den Typ hinter diesem Doppelpunkt angeben. Gut, machen wir wieder raus, weil wir hier keinen Typ angegeben haben in der Videomethode. Sowas kann man hier nicht definieren. Man sollte OCL wirklich nur benutzen, um solche Bedingungen, um solche Invarianten anzugeben. Also Doppelpunkt, was mit UML modelliert werden kann, sollte man immer in UML machen. Man kann OCL, oder man sollte OCL nur für eben solche Sachen benutzen. Kein Doppelpunkt übrigens, sorry. Okay. Jetzt können wir hier sagen, okay, wir wollen Pre-Conditions und wir wollen Post-Conditions. Pre- und Post-Conditions heißt, was ist davor war, also bevor dieses Video ausgeführt wird, und was ist danach war. Naja, davor, was muss davor war sein? Pre-Condition, einfach mal als Beispiel jetzt. Und jetzt brauche ich wieder ein neues Attribut hier oben. So, ist uploaded completely. Das bedeutet, unser Attribut hier ist komplett uploaded. Das heißt, es wäre zum Beispiel ein Boolean, was wir hier haben. Und der Upload ist schon komplett fertig. Dann erst können wir es löschen. Macht natürlich keinen Sinn. Manchmal lösche ich auch ein Video, bevor es komplett hochgeladen ist, wenn ich merke, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut, für unseren Zweck soll das natürlich hier erstmal... Sollte passen ungefähr. Okay. Also, Pre-Condition oder Pre-Condition, das, was... Bevor wir es löschen, was wahr sein muss, wäre self.isUploaded completely gleich true. Das ist die Vorbedingung. Achtung, hier kein gleich, sondern einfach nur ein ist gleich, weil wir hier keine Zuweisung machen in dem Sinne. Okay, das heißt, unsere Vorbedingung, damit wir die Funktion delete ausführen können, ist, wir wollen... dass dieses Video schon komplett hochgeladen ist, sprich, dass dieser Boolean hier auf True ist. Wir können natürlich auch noch mehr angeben. Ups. Können mehr angeben, indem wir einfach schreiben and Länge größer 0. Zum Beispiel, weil wenn die Länge 0 ist, dann müsste man hier das Video nicht löschen, dann gäbe es überhaupt kein Video, zum Beispiel. Okay. Dann sagen wir hier Pre sind wir jetzt fertig, das heißt mit AND könnt ihr verknüpfen, ihr könnt ja auch OR oder sowas hinschreiben, ihr könnt ja im Prinzip alle boolschen Ausdrücke hinschreiben und danach kommen die Post-Conditions, das heißt die Bedingungen, die danach wahr sind, also nach dem Ausführen. Nach dem Ausführen von Delete sollte das Video einfach nicht mehr existieren. Das heißt in unserem speziellen Fall sagen wir hier vielleicht einfach Post is uploaded completely. Ist gleich false. Zum Beispiel einfach. Das wäre jetzt natürlich nicht sauber, weil das Video nicht richtig gelöscht ist, aber eine richtige Post-Condition gibt es jetzt da nicht unbedingt. Das Video wird halt einfach gelöscht. Vielleicht trägt man es in eine Liste ein, die dann eben die zu löschenden Videos enthält und dann werden die vom Server gelöscht oder sowas. Dann müsste man hier als Post-Condition ist in der Liste drin, zum Beispiel. Wäre dann eine sinnvolle Post-Condition. Gut. OCL kann noch sehr, 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 sehr viel mehr. Man könnte hier zum Beispiel auch sagen, okay, Result ist gleich irgendwas, wenn wir hier tatsächlich einen Rückgabetyp haben. Also wenn wir hier sagen, okay, unser Delete hat einen Typ Integer, dann sagen wir hier mit
result ist gleich 5 zum Beispiel and is uploaded completely ist gleich false, sagen wir, dass das Ergebnis von unserer Delete-Methode 5 ist und das uploaded completely gleich false ist. Also hier können wir dann zum Beispiel auch Aussagen über das Ergebnis von der Methode, also von der Methodenberechnung liefern. Das heißt zum Beispiel, dass das Result immer größer als 5 ist oder sowas oder größer als 0, falls es immer positiv sein muss oder sowas. Das könnten wir machen. Und wie gesagt, wir können hier natürlich auch auf die anderen Attribute drauf zugreifen. Das heißt, wir können nicht nur sagen Länge, sondern wir können auch hier auf zum Beispiel Zuschauer gehen und sagen, keine Ahnung, ich mache das hier gerade mal alles wieder raus. Nur als Beispiel jetzt, wir können sagen Zuschauer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Achtung, das ist dann nur für Statics gedacht, nicht für konkrete Instanzen. Zuschauer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Likes, Punkt Size, kleiner als, oder ist irgendwas anderes halt, ist gleich 5, keine Ahnung. Okay, also wir können da auch auf andere Attribute drauf zugreifen. Was vielleicht interessant ist, dieses Likes hier, wo habe ich das jetzt her? Naja, das ist der Name, der hier steht. Das heißt, an dieser Assoziation haben wir den Namen von der Variablen innerhalb der Klasse Zuschauer definiert. Das haben wir aber mit UML gemacht, wir können aber in OCL natürlich darauf in Anführungsstrichen zugreifen. Achte darauf, OCL kann noch sehr, 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 sehr viel mehr. Es ist im Prinzip eine vollkommene Sprache, aber ich möchte euch da jetzt nicht irgendwie verführen, ins Detail zu gehen. Ich finde das, was ich hier schon gemacht habe, finde ich schon viel zu viel. Einfach nur irgendwelche kleinen Invarianten reicht völlig aus. Ansonsten, diese Annotation hier, beziehungsweise diese Code oder diese Eselsohren-Dinger da, sind einfach nur irgendwelche Kommentare. Da könnt ihr auch reinschreiben, das Video ist geil oder sowas. Da könnt ihr eigentlich alles reinschreiben. Wichtig ist bloß, dass wenn ihr dieses Diagramm am Ende jemandem gebt, dann sollte der aus diesem Diagramm ohne Mühe verstehen können, was ihr damit meint, also sobald er natürlich UML kann, was ihr damit meint und sollte in der Lage sein, das auch ohne Probleme zu programmieren. Das ist der Sinn dahinter und da kann euch OCL vielleicht ein bisschen helfen, macht's aber nicht zu kompliziert. Es ist wirklich nicht nötig, da jetzt 10.000 Annotationen reinzumachen. Glaubt mir, die Programmierer wissen meistens besser, was ihr braucht, als ihr, wenn ihr das ganze Ding designt. Da wird sich eh noch 100-mal was dran ändern. Deswegen zeige ich euch auch nicht alles von OCL, nur diese kleinen Annotationsdinge hier mit eben der Invariante und dem Pre- und Post-Conditions, das wäre schon alles. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles gezeigt habe. Es gibt viel zu viel, aber ich finde, wie gesagt, das meiste davon relativ unnötig, weil es einfach viel zu komplex ist und das führt nicht zu besserem Verständnis und dazu sind ja eigentlich Klassendiagramme gedacht. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao!